Das Wort hat nun Ilja Seifert für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Heute wäre eigentlich die Stunde für eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin gewesen. Aber scheinbar passen Menschen mit Behinderung nicht unter ihre komischen Rettungsschirme. Aber sie gehören dahin. Lassen Sie mich doch erstmal weiterreden. Die Kanzlerin hat ja nicht mal zur Kenntnis genommen, dass am vergangenen Wochenende viele Menschen, die Opfer des Contagan-Skandals geworden sind, 5:45 vor ihrem Kanzleramt standen und dort eine Petition übergeben wollten, damit ihnen endlich ein würdevolles Leben ermöglicht wird. Aber Fehlanzeige. Der Geist der UN-Behindertenrechtskonvention, nämlich die Betroffenen ernst zu nehmen und sie zu beteiligen, ist nicht angekommen in ihrer Regierung. Das, liebe Frau von der Leyen, muss ich Ihnen auch sagen. Fehlanzeige. Warum haben Sie denn nicht einmal den sogenannten Nationalen Aktionsplan dem Parlament zugeleitet als Unterrichtung, damit wir uns gemeinsam hier darüber mal unterhalten können, damit wir uns damit befassen können? Nicht über hundert von Unterrichtungen gibt es aus der Regierung, aber dieses nicht. Sie, Frau von der Leyen, sagen jetzt, Inklusion ist das Schlüsselwort. Wenn dem so sein sollte, warum übernehmen Sie nicht die Schattenübersetzung und ernennen Sie zur offiziellen Übersetzung? Denn in Ihrer offiziellen Übersetzung kommt das Wort Inklusion gar nicht vor. Sie haben sogar dagegen gekämpft, als wir es reinhaben wollten. Anders, Ihre Regierung hat überhaupt nicht begriffen, dass es alle betrifft, worum es geht. Wo ist denn von Herrn Ramsauer, von Herrn Schäuble oder von Herrn Rösler das Konjunkturprogramm Deutschland barrierefrei zur Beseitigung bestehender Barrieren? Es gibt den Vorschlag, daraus ein Konjunkturprogramm zu machen, das ist Wirtschaftsförderung. 10 Jahre lang jedes Jahr mindestens 1 Milliarde nur zur Beseitigung bestehender Barrieren wäre Wirtschaftsförderung vor Ort. Ihre Kollegin Frau Schröder, auf die Frage, wo in Ihrem Ressort überhaupt Geld für die UNO-Konvention eingestellt ist, sagt sie, das ist bei uns ressortiert, das macht alles Frau von der Leyen, ich bin nicht zuständig. Frauen, Familie, Jugend, nicht zuständig für die Umsetzung der UN-Konvention. Wo wohnen wir denn überhaupt? Herr Bahr redet hier heute über die Verbesserung im Gesundheitswesen. Wo ist denn das Konzept, mit Geld unterlegt, für barrierefreie Arztpraxen zu schaffen? Und wir können ja gerne über zahnärztliche Behandlung reden. Wie kommt ein Rollstuhlfahrer überhaupt auf den Stuhl? Also, da haben wir doch wirklich viel zu tun. Frau Schawan, wo ist denn die behindertenpolitische Kompetenz bei zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern, bei Architekten, bei Ingenieuren? Wieso gibt es denn da gar kein Curriculum, keine Pflicht, das zu lernen? In Karlsruhe wird jetzt demnächst der letzte Lehrstuhl für hörbehinderte Menschen aufgelöst und nicht wieder neu besetzt. Was hat das mit Inklusion, was hat das mit Umsetzung der UN-Konvention zu tun? Oder Sie von der FDP, Ihre Minister Westerwelle und Niebel. Wo ist denn das Programm zur Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in jegliche Aktivitäten in Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit? Wir fordern jetzt, das ist unser Antrag, den wir eingereicht haben, einen einkommens- und vermögensunabhängigen Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile durch ein Teilhabersicherungsgesetz. Da kann man nur den betroffenen Organisationen, Forsea, dem Forum Behinderter Juristinnen und Juristen, dem Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland und so weiter danken, dass dafür schon seit Wochen, seit Monaten, zum Teil seit Jahren Konzepte vorliegen. Sie greifen die nicht auf, wir bringen sie ins Parlament, damit da was passieren kann. Die Anträge der SPD unterstützen vieles, passt zusammen. Als ihr noch die Denkschrift unterschrieben habt, habt ihr eine ganz andere Position gehabt. Insofern ist der Fortschritt durchaus erkennbar. Sie,
Frau von der Leyen machen eine große Kampagne, die heißt Behindern ist heilbar. Einverstanden, fangen wir doch bei der Regierung an. Und falls Sie einen Therapeuten brauchen sollten, ich stelle mich zur Verfügung, dann wird man die UN-Konvention zum Regierungsprogramm machen. Und das wäre eine gute Tat für Deutschland. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat nun Paul Lehrieder für die CDU-CSU-Fraktion.